ist gar nicht so lange her, dass ich mich unwohl in meinem Leben gefühlt habe. Es ist gar nicht lange her, dass ich oft durch die Gegend gefahren bin und mich gefragt habe, ob das jetzt wirklich alles gewesen ist. Ich denke, wir alle kennen das Gefühl, morgens aufzuwachen und antriebslos zu sein. Wir den ersten Kaffee des Tages trinken und auf unser Smartphone schauen, während uns auffällt, dass das Leben der anderen Menschen immer besser, schöner und glücklicher scheint. Oft atmen wir tief ein und wieder aus, nur um etwas Anspannung loszuwerden. Ich selbst habe mir oft gesagt, ich möchte keine Kompromisse machen im Leben, denn ich habe nur dieses eine Leben. Lange Zeit ist es gut gegangen, bis ich mich in einer Situation wiedergefunden habe, in der ich dennoch unglücklich gewesen bin. Ohne genau zu wissen, warum überhaupt, denn eigentlich ging es mir doch gut. Eines war klar, ich musste etwas ändern, ich musste mich verändern. Ich brauchte einen Wechsel der Perspektive. Und was mir geholfen hat, hätte ich nie erwartet. Ein neues Hobby auf zwei Rädern. Ich habe es schon immer geliebt, in der Natur zu sein und ich habe es schon immer geliebt, mich zu bewegen. Als kleines Kind bin ich tatsächlich viel Fahrrad gefahren, doch durch andere Hobbys und einen anderen Lifestyle geriet das Fahrradfahren komplett in Vergessenheit. Ich denke, es geht einigen von uns so. Fahren wir den Trail runter, fühlen wir uns frei und vollkommen präsent im Moment. Denn anders geht es ja gar nicht. Ich kann mich nicht fragen, was morgen ist und ich kann nicht über meine Probleme nachdenken. Es gibt nur mich, das Bike und die Strecke.